Über 30 Jahre lang herrschten die Deutschen über Kamerun, das am strategisch wichtigen Kamerunfluss gelegen war und als Ausgangspunkt für den Handel in Westafrika diente. Sie brachten neueste Technologien und Infrastruktur, die teilweise bis heute steht, regierten aber im Gegenzug mit eiserner Hand über die Einheimischen. In der Serie über die deutschen Kolonien schauen wir uns heute Kamerun an, beantworten die Frage, wie sie in deutschen Besitz geraten ist, wie die Kolonialherrschaft verlaufen ist und was bis heute noch von der deutschen Herrschaft geblieben ist. Die deutsche Präsenz an der westafrikanischen Küste begann bereits 1862, als erste deutsche Handelshäuser in Gabun tätig wurden und auch Außenposten im Gebiet des Kamerunflusses gründeten. Die tatsächliche Kolonialisierung begann aber erst im Jahr 1884 unter Otto von Bismarck, der den Afrikaforscher Gustav Nachtigall zum kaiserlichen Kommissar für die Westküste Afrikas ernannte. Es begann dabei ein Wettrennen mit einem britischen Konsul, der ebenfalls den Auftrag hatte, das Land in Besitz zu nehmen. Gustav Nachtigall erreichte aber einige Tage früher die Küste Kameruns und unterzeichnete sogenannte Schutzverträge mit den lokalen Herrschern. So kam es schließlich am 14. Juli 1884 zur Hissung der deutschen Flagge in der Hauptstadt in Douala. Kurze Zeit später, auf der Berliner Kongo-Konferenz, wurde die deutsche Herrschaft auch von den anderen Kolonialmächten offiziell legitimiert. Auf dieser Konferenz einigten sich nämlich die europäischen Staaten auf die Aufteilung des afrikanischen Kontinents in Kolonien. Kamerun wurde also ab 1884 zum deutschen Schutzgebiet erklärt, war de facto aber eine deutsche Kolonie. Die Gründung der Kolonie war vor allem aus wirtschaftlichen Interessen motiviert, da man hier an Rohstoffen wie Kautschuk und Elfenbein interessiert war. Zudem nutzten die Deutschen das Gebiet als wichtigen Ausgangspunkt für ihre Handelsaktivitäten auf dem Kontinent. Die Grenzen der Kolonie waren dabei aber stetig in Bewegung, da es immer wieder zu Grenzstreitigkeiten mit den Briten und Franzosen kam. So konnten die Deutschen durch die Inbesitznahme des französischen Gebiets Neukamerun ihre Kolonie nochmal großzügig erweitern und auch den Briten konnten einige Gebiete abgerungen werden. So hatte die Kolonie bei ihrer größten Ausdehnung im Jahr 1911 eine Fläche von ca. 790.000 Quadratkilometern, was ungefähr der 1,3-fachen Fläche des Mutterlandes entsprach. Doch wie verlief die Kolonialherrschaft? Die Deutschen investierten schnell in bessere Infrastruktur, um ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen zu können. So wurde der Hafen der Hauptstadt Douala ausgebaut, es wurden Bahnlinien in das Landesinnere errichtet und Post- und Telegrafenstationen wurden etabliert. Zudem gründeten die Deutschen die Forschungsstation Yaoundé, die in der Folge zur wichtigsten Stadt aufstieg und heute auch die Hauptstadt des Landes Kamerun ist. Doch der wirtschaftliche Ausbau des Landes ging vor allem auf Kosten der Einwohner. Die einheimischen Stämme wurden zu Zwangsarbeit verpflichtet, um die Plantagen zu bewirtschaften und die Eisenbahn auszubauen. Viele starben dabei. Zudem war die Kolonie geprägt von stetigen Konflikten zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und von Aufständen gegen die deutsche Herrschaft. Die Aufstände wurden dabei meist brutal niedergeschlagen und es kam zu stetigen Strafexpeditionen. Die Kolonialherrschaft des Deutschen Kaiserreichs endete aber bereits wieder im Jahr 1916. Die Schutztruppe konnte sich zwar noch bis 2 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs behaupten, musste sich aber schließlich aufgrund von fehlendem Nachschub ergeben, wodurch britische und französische Truppen das Gebiet besetzen konnten. Diese teilten es bereits während des Krieges in 2 Teile auf. Den Norden Kameruns übernahmen die Briten und den größeren Süden mitsamt der Hauptstadt, der ca. 4/5 des Territoriums ausmachte, ging an Frankreich. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde im Versailler Vertrag das Gebiet in die Hände des Völkerbundes gelegt, der die Herrschaft offiziell an die Franzosen und Briten übergab. Erst im Jahr 1960 erhielt dann das französische Gebiet seine vollständige Unabhängigkeit und das britische schloss sich Nigeria an. Doch was blieb von der deutschen Herrschaft in Kamerun? Natürlich die von den Deutschen gegründete Hauptstadt Yaoundé, zudem wichtige Infrastruktur in der Hafenstadt Douala, in der sich auch heute noch einige Gebäude aus der Zeit der Deutschen erblicken lassen. So zum Beispiel der Gouverneurspalast, verschiedene Kirchen, Brücken und die breiten von den Deutschen angelegten Alleen mit hochgewachsenen Mangobäumen. Viele alte Kameruner können zudem auch noch Deutsch sprechen. Auch wenn die Kolonie in deutschen Schulen keine große Rolle spielt, kennt fast jedes kamerunische Kind die Geschichte der deutschen Kolonialherrschaft in seiner Grausamkeit, aber auch mit seinen guten Seiten. So wird die deutsche Herrschaft heute von vielen Kamerunern als deutlich positiver wahrgenommen als die nachfolgende französische, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass diese noch deutlich präsenter im Bewusstsein der Bevölkerung vorhanden ist. Zudem fühlten sich viele Kameruner von den Franzosen betrogen, weil sie bessere Bedingungen versprachen, was allerdings nicht eintrat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die deutsche Kolonie in Kamerun auf dem Schirm hattet und ob ihr wusstet, dass tatsächlich heute noch so viel deutsche Infrastruktur dort vorhanden ist. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt es. Hier könnt ihr euch gerne noch ein weiteres Video anschauen und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!